Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen nach einiger Zeit wieder zu einer Folge Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ja, ihr habt richtig gehört. Dieses Projekt ist eh schon komplett weird und durcheinander. Da habe ich mir jetzt gedacht, komm, die Entscheidung macht's jetzt auch nicht mehr kaputt. Denn wir werden ab heute wieder ins Nuzlocke-Format zurückkehren. Seien wir ehrlich, es war in letzter Zeit zu langweilig. Mein Team ist nun einmal wirklich verdammt stark inzwischen. Ich bin nicht nochmal heilen gegangen. Das Team ist so verdammt stark und die Gegner machen gar keine Probleme. Und ich denke auch, wenn ich so etwas in Zukunft nochmal mache, ich werde es ab sofort immer so machen, dass ich eine Nuzlocke spielen, aber erst nachdem ich ein gewisses Team habe. Denn ihr habt alle gesehen, warum ich am Anfang des Projekts die Nuzlocke-Idee abgebrochen habe. Wenn ich nur Pflanzen- und Käfer-Pokémon habe und dann der Gegner direkt ein Arcani oder so in der ersten Arena spielt. Oder ich ein Geist-Pokémon auf der ersten Route treffe und es nicht angreifen kann. Das ergibt halt wirklich keinen Sinn. Deswegen werde ich jetzt ab heute diese Nuzlocke weiterspielen. Und einfach mal hoffen. Und dann in den weiteren Randomizer Nuzlocke Challenges die Nuzlocke erst ab einem bestimmten Punkt, vielleicht erste, zweite Arena, kommt drauf an, was für ein Team ich habe, beginnen. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Es gilt weiterhin die Regel, ein Pokémon, das erste pro Route darf gefangen werden. Ich werde damit erst ab der nächsten Route beginnen, denke ich mal. Und diese werden dann, wenn sie über sind, in der Backup-Box gelagert. Die Pokémon, die derzeit in der Backup-Box sind, werden nicht mehr genutzt. Die sind raus. Und ja, hier können wir ins Warte, hatte ich das Museum schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Na, dann legen wir mal los. Mit dem ersten Kampf. Oh, das ist natürlich krass. Okay, meine Level sind gar nicht mehr so drüber, wie ich dachte. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Aber ich habe ja einen sehr guten Pick hier direkt gemacht. Mit meinem Blitzer gegen einen Golking zu gehen. Und schon ist der erste Rüpel besiegt. So, Bulbi kriegt auch noch Erfahrung. Und ja, wie ihr seht, hier in diesem Klimaforschungsinstitut ist Team Aqua eingefallen und baut Scheiße. Und ich hoffe, diese Scheiße wird nicht darin enden, dass ich ein Pokémon verliere. Ja, im ersten Kampf sehr guten Start erwischt. Im zweiten Kampf, ja gut. Ich habe jetzt überlegt, ob ich meinen Bisaknoss, Bulbi oder Günther reinschicke. Aber ich dachte mir, ich will halt nicht wirklich direkt hier was verlieren, ne? Und seien wir ehrlich, welches von den beiden Pokémon ist eindeutig stärker? Übrigens, jetzt wo in letzter Zeit so viele neue Abonnenten dazugekommen sind, da werde ich auch gleich nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Ja, Günther ist weiblich. Ich weiß, der Hintergrund, dass ich diesem Impagator den Namen gegeben habe, ist Mystery Dungeon. Aber das Geschlecht habe ich nicht drauf geachtet. Genauso wie hier bei Bulbi, die laut meiner Geschichte weiblich wäre, aber männlich ist. Minun. Ich schicke mal einen Tyrann rein, auch wenn natürlich Volko besser gewesen wäre. Ja, dann würde ich mal sagen, eben die Sache, das ist sicher Zuschauern meines Kanals aufgefallen und neue sind ja da. Wir hatten letzten Donnerstag eine sehr seltsame Situation, kann man sagen. Warum ist das Ding schneller? Und zwar habe ich das Video hochgeladen über eben die ganze Situation bei mir in der Schule, die geherrscht hat. Über die Geheimhaltung, die ich da auch hatte, gegenüber den anderen, dass ich diesen Kanal geheim halten wollte.
Und in den Kommentaren habe ich auch schon gesagt, dass ja tatsächlich noch vor Upload des Videos die ersten zwei Leute herausgefunden haben, was mein Kanal ist. Und dann ist es letztendlich so geendet. Ich habe mir gedacht, als das nächste Mal jemand in der Gruppe, die der Jahrgang hat, gefragt hat, habe ich mir gedacht, YOLO, jetzt ist es auch scheißegal. Es würde sowieso bald jeder wissen, jetzt wo die Ersten es erfahren haben. Und dann habe ich es in der Gruppe mal gesagt. Und ja, die Reaktionen waren deutlich besser, als ich erwartet habe, sage ich mal. Deswegen haben wir jetzt innerhalb von so wenigen Tagen einen ganz dezenten Abonnenten, einen Anstieg, um das mal so zu sagen. Ihr merkt, ihr habt es sicher bemerkt, wir haben Donnerstagabend 106 Abonnenten gehabt und irgendwie eine halbe Stunde später waren wir auf 139. Und das ist natürlich, wenn man 3 Jahre vorher nur für die 100 Abos braucht, nochmal eine ganz andere Sache. Übrigens kann es sein, dass ich gerade dezent Glück mit den Gegnern habe. Och, ein Gähner. Okay, aber immerhin. Ist mir ehrlich gesagt lieber hier auf Bulbi als auf Steckdose. Dann machen wir so rum. Werden beide sterben, denke ich. Bisher merkt ihr... Ihr seht ja auch, warum ich jetzt gedacht habe, Nuzlocke wäre vielleicht ganz gut. Es ist nicht spannend, wenn dann die Pokémon auch... Ich die immer wieder beleben kann. Dieses Projekt würde keinen Sinn machen zu gucken, ehrlich. Schläft Bulbi schon ein? Ja, ansonsten hätte ich jetzt geswitcht. Vor allem jetzt, jetzt kommt das Gesteinbodenviech, ne? Jetzt kommt das Gesteinbodenviech. Und da schläft mein Pflanzen-Pokémon ein. Das Ding wird hier jetzt nichts so Bedrohliches machen können, rechne ich mal mit. Ja, Steinwurm. Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache einfach... Ich weiß, der Surfer wird jetzt auch Bulbi treffen. Er würde zwar auch ohne Heilung nicht töten, aber... Gehen wir einfach sicher und benutzen diesen Zug für eine Heilung. Das Kleinstein wird ja wohl daran krepieren. Genau. Oh. Warte, wer trifft Surfer? Trifft Surfer hier noch nicht mit Teammitglieder? Ja gut. Das heißt, ich gehe voll geheilt aus dem Kampf raus, nur mit einem eingeschläferten Pokémon. Mal saven oder am besten auch mal die Art. Ah ja. Das war der Punkt. Ich hatte den Punkt. Ich hatte die Leiste für meine Safe-Stats gar nicht da, deswegen kam mir das Fenster so anders vor. So, was ich jetzt machen wollte, ist back. Wie sortiere ich das? Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das sortiere. Also, sorry. Aufwecker. Und schon ist mein Team wieder voll geheilt. Und weil ich denke, es ist auch mal Zeit, den EP-Teiler wieder an Tyrann zu geben. Und ich wechsle auf Bulbi. Obwohl, nee. Wegen Leveln und so ergibt, falscher Knopf. Ergibt's mehr Sinn, auf einen 29er zu wechseln. Zum Beispiel hier Vulko. Hier haben wir noch einen Keck. Jetzt mal im Ernst, die hatten bisher halt nicht mal irgendwie bedrohliche Pokémon. Ich bin ja auch immer noch relativ sicher, muss ich sagen. Na toll! Dass die ziemlich vorprogrammiert ist, diese Randomizer, die ich hier erwischt habe. Und deswegen haben starke Trainer starke Pokémon und schwache Trainer schwache Pokémon.
Oder zum Beispiel die Starter waren ja auch relativ balanced. Also nächstes Mal bei einer Randomizer achte ich dann drauf, dass das wirklich random as fuck ist. Da kann mir dann als Starter Mewtwo ins Gesicht geschmissen werden. Oder natürlich der erste Arenaleiter hat dieses Mewtwo schon. Ah, jetzt Boden. Günther, Holdert. Ja, das hat noch keinen Drachentyp. Das heißt, Wasser ist sehr effektiv. What the fuck, Alter, wie das aussieht. Ey, dreht mal die maximale HP von Günther um. Dann haben wir 69. Mö. Ja. 99 sind's jetzt. Oh, kacke, falscher Knopf. Ich hätte jetzt schon wieder zurückgewechselt. Ehrlich gesagt sieht das Pokémon so eher nach einer Koralle aus als vorher. Ich hätte jetzt schon wieder zur Steckdose gewechselt. Aber dann mache ich es halt mal so. Das wird ja wohl nicht viel Damage machen. Ja. 8 Leben. Traurigerweise gefühlt. Oh, das ist... Aua, das ist mies. Zweimal den Gegner zurückschrecken lassen. Das muss belastend sein. Also, ich sag's mal so, für die 9 HP hau ich jetzt keine Heilung raus. Hahaha. Das ist so der letzte Trainer hier. Team Aqua Vorstand. Okay, ich nehm's zurück. Aber warte, bin ich grad dumm? Ich dachte, das Ding wäre 5. Generation, ehrlich gesagt. Ich war mir ziemlich sicher, dass Emolga 5. Generation ist. Aber offensichtlich nicht. Vor allem dachte ich halt, weil in Pokémon Mystery Dungeon sind ja eigentlich immer hauptsächlich Pokémon zur dazugehörigen Generation die Hauptcharaktere. Und in Portale, was zur 5. Generation gehört, findet man das Ding da. Aber offensichtlich nicht. Was? Was? Wirklich? Wie wenig Damage hat das gemacht? Ja, okay, das ist besser. Der Gegner trifft nichts. Oh, die 9. Hätte es die vorher getan, wäre das Ding vermutlich schon raus gewesen. Ich habe das Gefühl, ich habe ziemlich Glück mit der Intensität. So, Level up für Tyran. Oh, das ist doch eine... Ich weiß, dass das eine sehr starke Attacke ist. Oh, das ist eine andere, als ich dachte. Ich dachte, das wäre eine, die selber einem selber Schaden macht. Aber ich denke tatsächlich, ich bleibe bei meinem derzeitigen Moveset. Vielleicht ist es eine schlechte Entscheidung. Wow! Fug! Da setze ich einen gleich starken Gegner rein. Despotar, komm. Das ist ein freaking Brutalander. So viel zu starke Trainer haben starke Pokémon. Wieder mal bestätigt worden. Also, ich habe Vorteil durch Sandsturm. Er hat eben Bedroher. Der Sandsturm wird meine Gesteinsattacken verstärken, die ohnehin schon sehr stark treffen. Aber vorher kriege ich eine Kopfnuss. Ich gebe dem Ding gleich eine Kopfnuss. Wer kennt's, aber in die Kommentare. Und in solchen Situationen wäre ein Facecam toll. Ich freue... Oh. Stimmt, ich habe ja einen Sandsturm. Nice. Ich dachte, das Ding überlebt jetzt noch, aber dann kommt der Sandsturm. Die Magma ist schlimm genug und jetzt bist du hier. Warum überhaupt? Team Magma ist gerade vorbeigekommen. Die wollen zum Berg, zum Main. Hahaha, tschüss. Danke, hier nimm Pokémon. Formio, Alter, wer will Formio? Ist es ein Formio? Es ist ein Formio.
Yay, das ist jetzt rein theoretisch eins meiner Backup-Pokémon, Leute. Da bin ich glücklich drüber. Wurden meine großen Schäden im Team geheilt? Ja, genau, ihr gebt mir einen fliegenden... Aber heilen tut ihr mich nicht. Ihr heilt jetzt gefälligst mein Team. Heil mein Team? Du kleines Drecki. Alter, ich bin nicht salty, das klingt nur so lol. Ja, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen weniger das Vorspulen eigentlich zu nutzen. Denke ich, hat bisher auch ganz gut geklappt, diese Folge. Aber muss ich jetzt... Oh nein, das hatte ich ganz vergessen. Moin, moin. Ey, Günther, wo warst du? Ich hab nach dir gesucht. Wie viel stärker bist du geworden? Ja, yeah, Kampf! Uff. Mal gucken, ob die Olle stärker ist. Mal gucken, ob die Olle stärker... Oh, scheiß Regen. Leute, wir haben es offensichtlich mit einem sehr, sehr starken Gegner zu tun. Trotz Regen. Leute... Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Kampf gewinnen soll, wenn hier schon ein Saft... Das war definitiv kein Saftkorn. Boah, keine Ahnung, wie das Ding auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall auch so ein Saftkorn der einer anderen Generation. Oh, wenn das gerade das ist, an das ich denke, ist es hingegen ziemlich stark. Ist das zufällig... Kacke, mir fällt der deutsche Name nicht ein von, Faultier-Ding. Oh. Ja, ich habe ans richtige Pokémon gedacht. Bloß dachte ich, das wäre die Endentwicklung. Ja, gut. Du bist jetzt nicht unbedingt hier der Gegner, vor dem ich Angst habe. Ich merke, das Spiel... zählt den Rivalen nicht unbedingt zu den stärksten Trainern, um das mal so zu formulieren. Grudon! Das wäre so typisch jetzt. Nee, Grudon und Dugon klingt sich zwar ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Na doch, doch. Pflanze wäre eher riskant, weil das Ding ist Wassereis. Das heißt, Pflanze wäre so... zweiseitig, ne? Oh, 31 immerhin. Höher als all meine Pokémon. Jetzt ist nur die Frage, was wird dir das helfen? Genau. Du überlebst. Bru. Oh Gott. Kurzer Anfall. Oh nein, Speed ist runtergegangen. Scheiße, ich hab voll Angst, dass ich jetzt langsamer bin. Ich hatte halt erst eine Sekunde, war ich übel geschockt. Weil ich dachte... Das wäre eine K.O.-Attacke. Ich dachte, das wäre Eiseskälte. Und das wäre ja wohl mal absolut RIP gewesen. Übrigens bin ich offensichtlich immer noch schneller und das Einschlafen bringt dem Viech absolut nichts. Weil es ist immer noch am Schlafen und jetzt war's das. Jetzt habe ich gewonnen, auch wenn noch die Schocksekunde da war. Vor allem als die Leben dann gerade so runtergegangen sind. Ich habe mir gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein. Es war ein Crit, aber keine KO-Attacke. Okay. Gewonnen. Nein, ich bin nicht am struggeln. Ich habe ein brokenes Team. So broken, dass ich mich entschieden habe, hier wieder eine Nuzlocke reinzumachen. Oh, hier hast du übrigens, weißt schon. Ach, fliegen! Okay, nachdem ich in der nächsten Stadt war. Du hast mich auch nicht geheilt, sehe ich das...
Moin, ich bin's wieder. Haha, gehst jetzt zur Arena. Ciao. Leute, das war Scott, der Ehrenmann. Lol. Ja, ich werde jetzt mal nicht heilen, weil ich bin eh gleich in der nächsten Stadt. Aber es ist halt immer eine ganz gute Idee, mal die VMs beizubringen. Kann hier wer fliegen? Also wenn, dann wird das ja wohl Sichlor können. Fuck! Es gibt nichts Schlimmeres. Oh, doch lieber heilen. Als wenn man kein Pokémon hat, das eine VM kann. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich... wie mache ich denn das? Ich weiß, ich habe noch ein Libell... Obwohl, nee, ich habe ja gesagt, die sind alle raus, die da waren. Ansonsten hätte ich noch ein Libeldra gehabt. Ja, gut. Dann muss ich... Also, ich würde jetzt aber sagen, jetzt, wenn ich wirklich nur für die VM benutze, kann ich auch das Libeldra noch mitnehmen. Weil ansonsten, das wäre ja nur noch frustrierend sonst. Und ich sollte vielleicht das vorderste Pokémon wechseln. Könnte halt grundsätzlich nicht die schlauste Idee sein, ein Feuer-Pokémon während dem Regen an erste Stelle zu tun. Und dann kommt ein Gegner mit Wasserboden. Geil! Aber das ist mein Gegner für Bulbi. Nicht vergessen! Nächste Woche, Mittwoch, da geht's los. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Heroes for... Oh mein Gott, meine Elektro-Attacken werden schwächer. Warum kann das ein Boden-Pokémon... Warum nutzt das ein Boden-Pokémon, das das einzige Pokémon auf der eigenen Seite überhaupt ist? Elektro-Attacken treffen dich doch eh nicht. Hä? Was? Das ergibt keinen Sinn. Okay. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Mein Kaffee habe ich getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Denn jetzt wird weiter diskutiert. Moin, dieser Baum ist ein Ninja. Also, krasser Ninja, ich weiß. Machen wir das kleine Kind fertig. Oha. Erstens, warum jetzt ein Pflanzenmon, Alter? Du willst mich doch. Und zweitens, ich mag die ganze Entwicklungsreihe von denen, die wir allgemein, ich würde halt echt sagen, insgesamt zweite Generation, alles zusammengefasst von den Startern her, meine Lieblingsgeneration. Und eine Vergiftung, okay, ich nehm's zurück. Die zweite Generation ist nicht mehr meine Lieblings... Also, zum Spielen an sich finde ich sie jetzt nicht die beste Generation. Und die wobei ich auch sagen muss, ich habe sie persönlich nie gespielt. Ich habe mit dem 3DS angefangen. Aber, ja. Die Starter halt. Die Starter finde ich richtig cool, alle. Kanimani, weiß man ja wohl, warum ich das gut finde. Dann haben wir Feuerriegel. Feuerriegel ist einfach krass, Alter. Wer mag nicht Feuerriegel? Das Ding ist cool. Bin ich gerade zu be... Sorry. Man merkt, ich spiele nicht so oft dieses Spiel. Daher kann es sein, dass ich manchmal nicht ganz weiß, welcher Knopf der richtige ist. Hier ist ein Keks. Hast du gekämpft, kriegst einen Keks für Fragezeichen, man. Klasse, ne? Trainer-Tipps. Wen jucken diese freaking Secret Bases? Und da ist der nächste Ninja. Um dich in einem Baum zu verstecken, brauchst du einen Wald. Das hat er gesagt. Oh, oh, ballert. Aber das Level halt nicht. Starkes Mon, nicht so gutes Level. Aber ich muss sagen, ich bin relativ froh. Ich hatte nämlich im Kopf, dass ich deutlich overleveter war. Und das wäre halt auch dann nicht gerade spannend gewesen. Allgemein, mein Team ist sehr stark. Und deswegen ist es... Also heute ist es jetzt
Es gab ein, zwei Situationen, wo man kurz mal so hatte, aber... Junge, wie schwach ist denn diese... Das wird doch nicht töten. Also, wenn das jetzt tötet. Ja. Okay. Hätte mich das getötet, ich wäre so weit los. Ich hätte so weit losgemusst. Ich habe halt kurz Angst gehabt, weil, ne, starker Wassertyp, Regen. Oh, ein Kampfmove. Wäre vielleicht gar nicht... Ja, okay. Wann benutze ich bitte sowas? Da ist Doppelkick wohl doch besser. So, Tyrann kriegt auch noch Level 30. Da kann ich gleich den Doppelkick gebrauchen. Ich habe an Krakelo gedacht, aber doch eine Entwicklung. Und treten wir ihm mal ins Gesicht. Ja, könnte stärker sein. Aufs Kommando! Könnte stärker sein. Boah, ich habe gerade wieder kurz einen Anfall gehabt. Ich hatte gerade wieder kurz meinen Anfall. Tschüss. Ich hab das Gefühl, ich riskiere manchmal ein bisschen zu viel dafür, dass ich hier einen Nuzlock spiele. Ich nehme das Ganze zu locker. Alter, aber diese kurzen Schockmomente sind auch... Haben was? Adrenalin? Fuck! Ich wollte nicht dich heilen! Okay. Für die heutige Folge sind wir jetzt eh sehr nah am Ende. Ich würde sagen, jetzt wo wir in der Stadt ankommen, ich check hier mal kurz, was ich im Markt mir snacken kann. Übrigens, yay, ich habe gerade geheilt. Danke, Jesus. Jetzt kann ich hier Hyperbälle snacken. Und Hypertränke. Ja, mal ein paar Schütze. Bin ich dumm? Schütze, nicht Schütze. So, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge von Pokémon Emerald Randomizer. Endlich wieder Nuzlocke Challenge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die nächste Arena angehen. Die sechste Fragezeichen. Und ja, bis dann. Diese Pokémon sind jetzt weg. Hier, das Libeldra. Wie hoch war Pflanzi gelevelt? Was? Ich wusste zwar, ich hatte das Ding halt auch am längsten dabei, aber das ist mehr, als ich erwartet habe. Ich leg mal alle Pokémon, die jetzt raus... Oh, warte, war nicht irgendwie... Hattest du nicht irgendeine VM? Ja, Blitz könnte ich dann auch... Also, das wäre... Roselia könnte ich noch brauchen als VM-Sklaven. Dich könnte ich noch brauchen als VM-Sklaven. Es wäre besser, ein Pokémon zu finden, das das alles kann. Oh mein Gott, was ein Name! Was ein Name das hatte! Oh ja, Seigard. Auch eins der Pokémon, die sehr lange im Team war. Dann haben wir hier die Legende Eponym. War fast eine Folge lang im Team, bevor Vulko gekommen ist. Jetzt haben wir noch Dodo und unser einziges reguläres Switch-Pokémon im Moment ist P. Kann ich das Item nicht hier nehmen? Oh doch, nee. Ich kann kein Englisch, lell. Hier ist mein derzeitiges Team nochmal und hier haben wir noch Olaf. Und Fett im Game, die beide mal gestorben sind, als die Nuzlocke zum ersten Mal war. Das reicht jetzt aber für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.